Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ihr seid gut in die Woche gestartet. Gut, wir haben erst 8 Uhr, also die meisten sind vielleicht noch gar nicht wach oder haben noch Urlaub. Aber trotzdem hoffe ich, dass ihr einen guten Wochenstart habt. Ich würde sagen, wir starten sofort mit der neuen Chartanalyse. Momentan traden wir bei Bitcoin bei ungefähr 47.000 US-Dollar. Wir bewegen uns weiterhin in einer Seitwärtsphase. Im Endeffekt hat sich seit gestern wenig verändert. Wir sind weiterhin in dieser Seitwärtsphase, wir sind unter unserem Monatspivot. Wir haben auch kaum Volumen im Markt. Ihr seht hier unten, das Volumen ist deutlich abfallend. Der RSI ist in einem neutralen Bereich. Es gibt momentan wenig Bewegung. Das Einzige, was jetzt einfach noch interessant ist, wir haben bei 46.200 US-Dollar noch unser CME-Gap. Also ist auch immer noch die Möglichkeit, dass wir hier einfach nochmal einen kurzen Wick nach unten sehen und dann hier wirklich eine Rallye nach oben starten. Was ich aber gestern auch schon angesprochen habe, ist auch diese Möglichkeit, dass wir unten einen kleinen Spring haben. Das heißt, nach diesem Wyckoff-Schema, dass wir hier einfach nochmal runtergehen, kurzes Fakeout haben, wieder in die Range kommen, die Range als Support bestätigen und dann hier langsam aber sicher nach oben gehen. Das sind so die Möglichkeiten, die ich momentan sehe. Jetzt war Wochenende, verlängertes Wochenende. Wir starten jetzt in die erstens Börsenwoche, in die neue richtige Kryptowoche, nachdem jetzt das Wochenende rum ist, neues Jahr etc. pp. Ihr wisst Bescheid. Die Woche wird auf jeden Fall interessant, denke ich. Vielleicht, dass wir diese Woche nochmal ein bisschen mehr Volatilität vielleicht nach unten sehen oder einfach nochmal ein bisschen Seitwärtsphase sehen. Aber ich denke, ab nächste Woche geht es dann richtig los. Wie gesagt, das sind so die Möglichkeiten, die ich momentan sehe, dass wir einfach nochmal dieses CME-Gap einfach nochmal nach unten kurz füllen, um dann nach oben zu gehen. Oder dass wir hier wirklich nochmal diese Spring-Phase sehen und dann nochmal den Bereich um 44.000 US-Dollar möglicherweise noch einmal anlaufen. Also wie gesagt, wenn irgendwas passieren sollte, werde ich euch auf jeden Fall in der Telegram-Gruppe auf dem Laufenden halten. By the way, kommt auf jeden Fall gerne in die Telegram-Gruppe. Der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr Bock habt, kommt einfach dazu. Gut, mehr gibt es bei Bitcoin eigentlich nicht zu sagen. Wie gesagt, ich bin jetzt selber gespannt, wie jetzt die ganze Woche so weitergeht. Wie gesagt, erste Woche und so. Vor allem jetzt bis Mittwoch, Donnerstag. Mittwoch, Donnerstag machen wir auch Livestream. Gebe ich dann auch noch bekannt, um wie viel Uhr. Mal schauen, wer noch dazukommt. Bin gerade noch ein bisschen am Austauschen, ob Felix oder nicht dazukommt, müssen wir mal schauen. Genau, mehr sage ich jetzt mal dazu nicht. Gut, schauen wir uns Ethereum an. Ethereum im Endeffekt gleiches Spiel, weiterhin Seitwärtsphase. Wir haben hier noch unser mögliches Ascending Triangle, wo wir schon ein kleines Breakout hatten, sage ich mal. Aber eben mehr wieder so eine Fakeout. Wir hatten kaum Volumen, minimales Volumen hier Anstieg beim Breakout, wurden dann aber sofort wieder zurückgesetzt. Also wir befinden uns hier weiterhin in diesem Ascending Triangle. Möglichkeit ist, dass wir hier auch nochmal in den Bereich um 3.700 US-Dollar zurückfallen. Würde mit dem CME-Gap bei Bitcoin ungefähr übereinstimmen, sollten wir dann nochmal einfach so 800, 700 US-Dollar nach unten dumpen. Und dann, dass wir hier wirklich versuchen, dann Breakout nach oben hin zu starten. Wäre jetzt möglich, momentan die einzige Möglichkeit, die ich sehe. RSI einfach im neutralen Bereich bei ungefähr 50, also auch hier müssen wir uns keine Sorgen machen, dass der RSI irgendwie überverkauft ist, eine Bearish Divergence oder sonst irgendwas bildet, also hier sieht es einfach noch neutral aus. Schauen wir uns die Altcoins an, Cardano unter dem 200er SMA, übrigens beim 200er SMA, weil gestern auch schon jemand in den Kommentaren gefragt hat, hier könnt ihr mal meine Einstellungen sehen. Im Endeffekt, es sieht so aus, ich habe hier nichts sonderlich dran verändert an diesem Indikator. Es gibt nur anscheinend so viele 200er SMAs bzw. unterschiedliche Indikatoren, bis da irgendwie der richtige gefunden ist. Also meine heißt SMAs 10, 50, 100, 200er. Also für alle, die sich den reintun wollen, den gibt es auch in der Free-Version. Also müsst ihr auch nichts dafür zahlen oder sonst was. Nur mal so zur Info. Wie gesagt, auf jeden Fall, momentan wurden wir hier rejected an diesen 200er SMA. Haben es nicht drüber geschafft. Außerdem haben wir noch die 4 Stunden E-Mail Ribbons auch noch direkt über uns. Auch hier wieder als Widerstand bestätigt. Also hier erwarte ich wenigstens, dass wir hier über den 200er SMA kommen, in Richtung Monatspivot bei 1,41 $ und dann vielleicht nochmal eine kleine Rejection nach unten hinsehen, wo wir dann den 200er SMA als Support bestätigen. Gut, Elrond, Seitwärtsphase, gibt es nichts zu sagen, würde ich sagen, halten wir uns nicht so lange auf. Luna pumpt einfach weiterhin. Auch hier die 4 Stunden E-Mail Ribbons wenigstens mal wieder als Support hier bestätigt und von hier aus einen kleinen Bounce gesehen, der 200er SMA befindet sich mittlerweile bei 75 US-Dollar. Also hier wird es auch interessant, ob wir hier wirklich noch in diese Zone überhaupt kommen oder ob der SMA hier langsam nach oben hin nachzieht, sage ich mal, bis in diesen Bereich hier bei ungefähr 81 US-Dollar und wir dann von hier einen möglichen Bounce nach unten sehen. Also ich halte mir den 200er SMA auf jeden Fall im Auge, um das als möglichen Einstieg vor allem bei Luna zu sehen. Also wir haben es hier unten gesehen, waren immer wieder perfekte Einstiege hier beim 200er SMA plus 200er EMA. Also auf jeden Fall im Auge behalten. Schauen wir uns SRM an. SRM habe ich ja auch noch einen Trade offen, habe ich euch ja gestern gesagt.
Der ist auch noch im Plus. Ich weiß gar nicht, wo ich meinen Einstieg hatte. Ich glaube, hier unten in dem Bereich bei ungefähr 3,66 rum. Irgendwie so um den Dreh, glaube ich, bilde ich mir ein. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich da in einem Long Trade drin, habe ich euch ja gestern im Video gesagt. Momentan noch im Plus. Hier kann ich mir auch nochmal gut vorstellen, dass wir hier nochmal die 4 Stunden EMA Ribbons antesten, weil die jetzt in den nächsten 1, 2, 4 Stunden Candles auf jeden Fall bullish flippen sollten. Dann hier nochmal in Richtung 200 der SMA eine mögliche Bestätigung, um dann den Trend nach oben hin fortzusetzen. Also hier sieht es auf jeden Fall noch einigermaßen gut aus. Volumen ist auch ein bisschen angestiegen in den letzten Tagen. Das ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Zeichen. Dann schauen wir uns, was habe ich denn noch? Ich habe noch irgendwo habe ich einen Trade offen. Genau, Uniswap habe ich gestern noch einen Trade aufgemacht. Habe ich euch auch gesagt. Auch hier 200er SMA. Einfach mal probieren, sage ich mal. Bin ich gestern reingegangen, hat perfekt geklappt. Auch hier sieht es momentan gut aus. Hier habe ich, glaube ich, auch irgendwo bei 17, glaube ich, den Einstieg gehabt beim Monatspivot. Also hier hatten wir genug Möglichkeiten. Monatspivot 200er SMA Plus. Die 4 Stunden EMA Ribbons, die auch noch Support gegeben haben. Also hier sieht es wirklich gut aus. Preisziel würde ich jetzt erstmal sagen. Möglichkeit ist auf jeden Fall hier in diesem Bereich um 20 US-Dollar zu gehen, längerfristig um den Bereich um 22. Sollte jetzt nicht wirklich irgendwas Spektakuläres passieren, sage ich jetzt mal. Volumen ist auf jeden Fall deutlich angestiegen jetzt mit dieser 4-Stunden-Candle, denkt man eigentlich gar nicht, weil die einfach nur so klein ist, aber Volumen ist deutlich angestiegen, gutes Zeichen auf jeden Fall. Deswegen Möglichkeit hier erstmal Preisziel um die 20 US-Dollar. Ich werde auf jeden Fall auf dem Weg nach oben immer mal wieder Profite mitnehmen. Nicht zu gierig werden auf jeden Fall. Jeder, der den Trade mitgenommen hat, herzlichen Glückwunsch. Schauen wir uns Algo an. Algo sieht hier ein bisschen nach einem Doppeltop auf. Auch weil wir hier eine kleine Bearish Divergence hätten auf dem 4-Stunden-Chart, gefällt mir nicht so wirklich. Wichtig ist, dass hier der 200er SMA hält bei ungefähr 1,56 $. Die 4-Stunden EMA Ribbons halten auch noch als Support. Wir haben jetzt aber zuletzt den Monatspivot als Widerstand bestätigt, auch kein gutes Zeichen. Also hier halte ich es auch nochmal für möglich, dass wir zumindest hier in Richtung 1,56 $ bis 1,59 $ gehen, irgendwo dazwischen und dann einen Bounce hin und möglicherweise einen neuen Trend nach oben hinsetzen. Gut, Polkadot, gleiches Spiel, habe ich euch gestern gesagt, hier würde ich mir wünschen, dass wir noch in Richtung 200er SMA gehen. Das habe ich euch, glaube ich, gestern noch in die Telegram-Gruppe reingepostet. Wäre so mein Wunschszenario und wir sind jetzt kurz davor, hier noch den 200er SMA anzutesten. Also viel fehlt hier nicht mehr. Man kann es wagen, vielleicht sogar hier schon einen kleinen Long Trade reinzugehen mit einem Stop-Loss auf jeden Fall unter den 200er SMA. Die 4 Stunden EMA Ribbons sind bullish geflippt, schon mal ein gutes Zeichen. Also ich kann es mir wirklich gut vorstellen, hier kommt eine Menge zusammen. 4 Stunden EMA Ribbons plus den 200er SMA und dann hier einen Bounce sehen und dann den Trend nach oben hin fortsetzen und auch möglicherweise hoch, auf jeden Fall mal diese Range hier auch verlassen. So wie dann Bitcoin ich mir dann vorstelle, dass wir einfach diese Range hier nach oben hin verlassen. Gut, dann was können wir uns noch angucken? Matic ist ja auch so ein Coin, der immer viel gefragt ist, viel gewünscht ist. Auch hier eher momentan Seitwärtsphase. Wir haben die 4 Stunden EMA Ribbons nach unten hin durchbrochen, auch kein gutes Zeichen. Auch hier Möglichkeit hoch. Also irgendwie ist noch der Wurm drin, Montag früh morgens, dass wir in den Bereich der 2,29 auf jeden Fall nochmal runtergehen könnten. Monatspivot 200er SMA, 200er EMA. Gut, wenn wir jetzt noch ein paar Stunden warten, wären wir hier vielleicht bei 2,33. Wäre auf jeden Fall perfekte Confluence mit ganz, ganz viel Support, um dann wirklich hier wieder einen Trend nach oben hinzubilden. Also ihr seht, ich versuche mir hier schon langsam ein paar Strategien hinzulegen. Ich warte nur noch auf die richtigen Zeitpunkte. Chainlink, auch so ein Coin. 200er SMA, 4 Stunden EMA Ribbons plus Monatspivot, der hier unten schon ist. Also hier habe ich es ja, habe ich glaube ich auch gestern in der Telegram-Gruppe gesagt, habe ich den Entry eigentlich im Endeffekt schon verpasst, weil hier eigentlich auch genau die perfekte Confluence war. 4 Stunden EMA Ribbons, 200er SMA. Keine Ahnung, auf jeden Fall war hier eine Menge, Menge Support. Jetzt hoffe ich halt nochmal, dass wir hier nochmal in diesem Bereich runtergehen könnten. Die Möglichkeit besteht auf jeden Fall. Wäre noch ein kleiner, ich sag mal, 3% Dump nach unten, wenn man da von Dump sprechen darf. Aber gut, einfach mal alle Gegebenheiten offen lassen, würde ich sagen. Schauen wir uns auf jeden Fall noch ganz kurz die News an. Das sind die IOTA Top-Projekte für 2022. IOTA, wisst ihr ja, auch einer meiner Favorite-Projekte. Momentan, beziehungsweise schon längerfristig. Wen es interessiert, ich habe den Artikel vorhin in die Telegram-Gruppe reingepostet, kann es auch gerne nochmal reinposten. Wenn nicht, schaut einfach bei CryptoGuru vorbei, der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Würde ich mich freuen, schaut auf jeden Fall auch auf Instagram vorbei, Twitter etc. pp. Gut, damit würde ich sagen, beenden wir das Video für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video wie immer gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da, lasst auf jeden Fall ein Abo da, um mich zu unterstützen. Würde ich mich auf jeden Fall riesig, riesig freuen. Wir hören uns dann morgen früh wieder. Wie gesagt, Mittwoch, Donnerstag wahrscheinlich Livestream. Ich freue mich drauf und wie immer.